Die dümmsten Verbrecher der ganzen Weltgeschichte. Erstens, wer Otto der Polizei aushändigt, kriegt 100 Euro. Und als Otto das gesehen hat, hat er sich nur gedacht, Moneten. Und hat sich dann ernsthaft selber ausgehändigt. Zweitens, Alter, da war so ein richtig schneller Typ, der von der Polizei verfolgt wurde. Und als er dann nach so einem Highspeed-Rennen gefasst wurde, hat der nur gesagt, war mein Hund gerade. Genau, mein Hund, ja. Problem an der ganzen Sache war nur, der hatte noch nicht mal einen Hund. Drittens, zwei Leute wollten mal eine Bank ausrauben. Und als sie dann mit so einem Zettel, wo drauf stand, das ist ein Überfall, vor dem Bankschalter standen, ist dem Bankangestellten doch glatt aufgefallen, dass der Zettel ein Briefbogen war, wo die Adresse, der Name und die Telefonnummer standen.